boat is leaking, the captain lied. Ein Projekt, das uns über mehr als ein Jahr sehr intensiv beschäftigt hat. Und vielleicht lässt sich in diesem Moment der Palazzo als ein Ort beschreiben, der unseren seelischen Zustand, und wir alle kennen um diese Metapher des Bootes als eine Weltmetapher, und der haben wir uns versucht, mit den Künstlern anzunähern. Und was wir hier gemacht haben, ist vor allen Dingen die verschiedenen Sparten der Künste, die ja ansonsten separiert sind, das Theater, der Film, die Kunst. Und ich selbst bin mir gar nicht mehr sicher, ob das eine Ausstellung noch ist. Es genügt heute, ja, im Zeitalter von Silicon Valley, nicht Kunst zu machen oder Film zu machen oder Theater zu machen, sondern wir brauchen Kuratoren. Wir brauchen Ausstellungen, die dies zusammenfügen. Wenn sie es zusammenfügen, ist das wie ein Prisma, ein Libellenauge. Inspiriert hat, das war eben dieses Bild Ultimi Giorni, die Angelo Morbelli, das wir alle verschieden gedeutet haben, weil wir ja alle auch verschieden schauen, weil wir alle verschiedene Genres, in verschiedenen Genres arbeiten. Und das finde ich eigentlich ein sehr schönes Bild dafür, dass wir alle sehr anders die Dinge betrachten. Diese Differenz, die hat sich natürlich die ganze Zeit durchgezogen. Die finde ich aber auch das Interessante. Das Ganze ist eine, sagen wir mal, eine richtige Welt. Und man soll einfach Türen öffnen und schauen, in welche Welt man dahinter tritt. Manchmal erwartet einen eine ganz andere Welt hinter der Türe, manchmal erwartet einen gar nichts. Und manchmal sieht man dieselbe Sache, die man vorher gesehen hat, von einer anderen Perspektive. Die Kunst hat schon sehr, sehr lange genau an dieser Kante operiert, zwischen Wahrheit und Wahrhaftigkeit. Und ist deswegen in der Lage, Dinge darzustellen, die nicht wahr sein müssen, aber wahrhaft empfunden. Worauf man heute mit Fake News reagieren muss und mit den ganzen sich widersprechenden Nachrichten, von denen wir nicht mehr wissen, ob sie wahr sind oder falsch. Was wir aber wissen, ist, woher sie kommen. Und dieses Bewusstsein dafür, woher die Nachrichten kommen, ist ein Bewusstsein, was wir erst heute aktiv trainieren müssen. Wir müssen wissen, wer was sagt und warum er was sagt. Nicht mehr unbedingt nur, was er sagt. Eine direkte Folge der Proliferation von Informationen, ungefiltert und unkontrolliert.